Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht viele Kanäle abonniert, kann ich vielleicht auch mal bei der Gelegenheit sagen. Ich habe nur 4 oder 5 Kanäle überhaupt abonniert. Es waren zwar mal ein oder zwei mehr, aber Tatsache ist, ich bin mit meinen Abos sehr sparsam. Ich gucke gerne mal bei anderen Kanälen rein. Es gibt eine ganze Reihe von Kanälen, die ich mir gerne mal ansehe und gucke, was es Neues gibt, aber die sind mir nicht wert, sie zu abonnieren, weil ich muss nicht über jeden Scheiß informiert werden, den die treiben. Und wenn ich da ab und zu reingucke, dann reicht mir das völlig. Und ja, dann bleibt eben nicht viel übrig, was ich wirklich abonniert habe. Also sagen wir jetzt mal ein Beispiel, Ray William Johnson, den ich eben genannt habe. Den kenne ich jetzt schon, ich weiß nicht wie viele Jahre, und ich finde das witzig, was er macht, aber ich habe jetzt auch schon seit Monaten nicht mehr reingeguckt. Und irgendwann habe ich vielleicht mal nochmal Lust auf eins seiner Videos und dann gucke ich eben einfach. Ich weiß ja, nach was ich suchen muss, und dann ist das gut. Ich habe den nicht abonniert, sehe ich gar keinen Grund für. Ich mag auch Liv Lloyd oder Dr. Allwissend, aber abonnieren werde ich die trotzdem nicht. Dafür sind sie mal viel zu unproduktiv. Nehmen wir nur Dr. Allwissend als Beispiel. Also ein 3-Minuten-Video in 2 Wochen. Das ist es mir kein Abo wert. Ich abonniere doch nicht einen Kanal, wo ich nur einmal alle 2 Wochen 3 Minuten Video krieg. Die Videos sind zwar dafür wirklich gut und unterhaltend und wahrscheinlich wesentlich besser, als sie wären, wenn sie meinetwegen 10 Minuten stattdessen gehen würden. Aber trotzdem, dafür brauche ich kein Abo. Für da einmal in 2 Wochen reinzugucken, ob er was Neues hat, das kriege ich auch so hin. Das ist witzlos. Ja, und ansonsten, ich habe eigentlich nur ein Abo, mit dem ich im Moment am Kämpfen bin, ob ich es behalte oder nicht. Und eigentlich tendiere ich dazu, es zu behalten, und zwar ist das Ads World. Ads World kennt ihr vielleicht, hat vielleicht der eine oder andere schon mal gehört, ist eben ein Kanal von einem Engländer namens Ad Gold. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Gold eben. Und der Gute machte bis vor einiger Zeit Flash-Cartoons. Flash ist ein Programm für einen PC, für die, die es nicht wissen. Und ein Cartoon ist ein animierter Film, also ein Trickfilm, ne? Für die, die das nicht wissen. Und der hat die eben selbst gemacht. Und die waren immer extrem lustig und eigentlich auch ziemlich gut gemacht im Vergleich zu vielen anderen Flash-Cartoons, die man sieht. Und ich fand das immer ganz, ganz toll, was der da treibt. Und hab das immer gern verfolgt und hab ihn deshalb irgendwann abonniert, damit ich immer Bescheid weiß, wenn er mal ein neues rausbringt. Der brachte zwar auch nur sehr, sehr selten neue Videos raus, allerdings kann man das in dem Fall auch sehr gut begründen. In Let's Play aufzunehmen bedeutet, ich stecke alle möglichen Stecker in irgendwelche Geräte rein an meinem Computer und drück dann auf Aufnahme in einem Programm und dann fange ich an zu labern und dann habe ich ein Let's Play-Video. Das ist technisch gesehen, rein vom Equipment her, ein großer Aufwand. Von Zeitintensität ist es allerdings eher ein kleiner Aufwand. Wenn ich mir solche Gestalten angucke wie Liv Lloyd oder Dr. Allwissend, dann kann ich sagen, ja, die haben eine Kamera und ein Mikrofon vielleicht und einen Computer und ein Schnittprogramm und so. Die haben technisch noch geringere Kosten als ich für meine Let's Plays und haben einen Zeitaufwand zum Aufnehmen, der ist noch deutlich geringer als das, was ich hier habe. Und die Zeit, die sie zum Vorbereiten brauchen, dafür ist auf jeden Fall weniger Zeit, als ich brauche, um meine ganzen Let's Plays zu machen. Das ist auch sicher. Das heißt, es ist auch wieder ein Kanal mit sehr wenig Aufwand. So, und dann haben wir im Vergleich die Leute, die Flash-Cartoons machen. Ich habe mal einen Cartoon gemacht. Der ist so irgendwie Aushängeschild auf meinem Kanal, könnte man quasi sagen. Mein einziger selbst erstellter Cartoon, der ist nicht mit Flash gemacht, der ist extrem scheiße und er ist sehr amateurhaft und überhaupt und sowieso, aber er ist immerhin witzig. Und der hat mich, ich weiß nicht, wie viele unzählige Stunden gekostet, um den zu machen. Der ist wesentlich intensiver als meinetwegen jetzt 60 Parts Minecraft aufzunehmen. Ohne Scheiß. Und der sieht scheiße aus, ja. Und trotzdem ist er wesentlich mehr Arbeit gewesen als 60 Stunden Minecraft, aber sagen wir 20 Stunden Minecraft oder sonst irgendwas. Ja, richtig kack viel Arbeit. Und das ist ein Video von 2, 3 Minuten. Das kommt hin. So, und jetzt stellt euch vor, da ist jemand, der macht Flash-Cartoons. Die sehen extrem cool aus, also ziemlich gut aus, im Prinzip wie ein bewegter Comic, könnte man schon fast sagen.
wie ein Cartoon für sehr junge Kinder, der im Fernsehen laufen könnte, auf Kinderkanal oder Nickelodeon oder so, im Vormittagsprogramm oder auf Super RTL, vom Zeichenstil her könnte auch hinkommen, fast schon. Nur eben vom Inhalt her wesentlich anspruchsvoller als irgendeine Kindersendung. Und die Trickfilme, die sind von einer Person erstellt, also jetzt nur das Optische, und der hat das allein gemacht, alles allein gezeichnet, alles allein animiert. Und das geht, weiß nicht, so einer geht so 10 Minuten vielleicht knapp. Ja, vielleicht auch ein bisschen kürzer, kommt eben drauf an, mal kürzer, mal länger. Und das ist eine abartige Arbeit, sowas zu machen. Das kann ich euch wirklich sagen. Eine gigantische Arbeit. Und dann muss das Ganze hinterher auch noch vertont werden. Und dann kommen sogar noch mehr Leute ins Spiel, die dann das Ganze zusammen vertonen und so. Und das ist was, davor habe ich Respekt. Also, da kann ich auch dann wirklich verstehen, wenn da in 2 Monaten nur ein Video kommt. Dann ist das eigentlich schon viel, weil in den 2 Monaten hat der in das eine Video viel mehr Zeit gesteckt, als ich in ich weiß nicht wie viele Let's Plays. Tatsache. Und deshalb bin ich so ein bisschen am Kämpfen, ob ich den Kanal deabonniere oder nicht. Und weil es kommt wirklich, es kam schon immer sehr, sehr wenig auf dem Kanal, aber jetzt hat sich eben dummerweise noch etwas ergeben, wodurch die Menge nochmal stark reduziert wurde. Ich habe gesagt, Ed Gault, ich weiß nicht, wie er heißt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hat sehr ansprechende Flash-Cartoons gemacht. Ich sprach mit voller Absicht in der Vergangenheit, weil Ed Gault ist vor 1 oder 2 Jahren gestorben an Blutkrebs, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Und das heißt, der macht definitiv gar nichts mehr. Und allerdings seine Freunde, die früher mit ihm, also in seinen Videos mitgewirkt haben, sagen wir so, betreiben den Kanal weiter und sorgen dafür, dass es weiter Videos gibt, alle Jahre wieder und so. Und das Geld, das mit dem Kanal eingefahren wird, wird, glaube ich, sogar an irgendwelche Krebsforschungszentren oder so irgendwas gespendet oder was weiß ich irgendwie. Und da bin ich ein bisschen am Kämpfen, ob ich den Kanal wirklich jetzt deabonnieren kann oder nicht, weil es ist irgendwo eine Erinnerung an jemanden, der mal vor einiger Zeit wirklich tolle Arbeit geleistet hat. Und so im Gedenken an jemanden, der mich lange Zeit gut unterhalten hat, könnte man ja dann doch damit leben, dass der Kanal abonniert bleibt, auch wenn er nicht sehr produktiv ist. Weiß nicht. Es hört sich komisch an vielleicht, aber es ist bis jetzt eigentlich so der Grund, der mich daran gehindert hat, den Kanal zu deabonnieren. Und ab und zu kommt eben tatsächlich mal was Neues und die Cartoons sind auch wirklich immer noch gut. Auch wenn Ed Gold selbst nichts mehr damit zu tun hat, weil er eben als Toter da wenig Einfluss drauf hat, ne? Was auf seinem Kanal so getrieben wird. Ja, aber ist halt so. Gut, hat aber jetzt eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun, wollte ich aber trotzdem mal gesagt haben. Ich komme halt auch von Arschbacken auf Kuchenbacken. Das ist Wahnsinn. Gut, Thema war ja eigentlich Bezahlkanäle und so. Gott, ja. Also ganz im Ernst, ich befürchte, wenn das hier zum Standard irgendwie werden sollte auf YouTube, dass man Kanäle einführt, für die bezahlt werden soll, dann werden sehr viel weniger Leute YouTube benutzen. Davon bin ich überzeugt. Also es wird, Gott, das könnte noch eine ganze Reihe negativer Nebenwirkungen haben, ne? Viele Leute, die im Moment Geld davon bekommen, dass sie hier Videos produzieren und vielleicht sogar auf das Geld angewiesen sind, die werden einpacken können, wenn sie später nicht mehr die Möglichkeit haben, damit Geld zu verdienen, es sei denn, sie machen eben einen Bezahlkanal aus ihrem Kanal. Könnte ja durchaus so sein, ne? Also es sagt ja niemand, dass wenn es Bezahlkanäle gibt, dass es dann immer noch normale Kanäle geben kann, auf denen man eben auf herkömmlichen Weg Geld bekommt. Muss nicht zwangsläufig so sein, ne? Und das würde viele Kanäle sicherlich kaputt machen, weil die Leute dann wirklich nicht mehr die Zeit und die Mühe reinstecken würden oder so, sofern überhaupt jemals irgendwelche Mühe vorhanden war, die sie reingesteckt haben. Bei einigen bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ja, es würde YouTube wahrscheinlich nicht sehr gut tun und es stark verändern. Was mache ich hier eigentlich? Ich kann mich nicht entscheiden, wie ich den Abstieg hier baue. Wäre eigentlich ganz gut, wenn er hier so hingehen würde. Ja, beste Stelle ever.
Ist da unten was? Ach, das ist eine Fledermaus. Ich habe gedacht, da steht irgendjemand ewig weit weiter unten. Dabei war das nur eine Fledermaus, die da rumhängt. Ja, gut. Ja, und ich denke wirklich, wenn man wirklich nur noch die Möglichkeit hat, entweder man guckt Kanäle, die nichts kosten und da ist der Inhalt vielleicht nicht mehr in Ordnung. Oder vielleicht doch in Ordnung, wenn man Glück hat, man weiß nicht. Oder man guckt eben Kanäle, für die man Geld bezahlen muss und die kosten Geld und das will man nicht. Dann könnte YouTube echt verdammt viele Zuschauer verlieren. Aber ist gar nicht das Thema, ne? Versuchen wir nochmal irgendwie in die richtige Richtung uns zu bewegen. Was halte ich von Bezahlkanälen? Ich brauche sie nicht, ich will sie nicht und wenn sie kommen, dann hoffentlich in der Form, dass sie optional sind. Also wenn es so weit kommt, dass es Bezahlkanäle gibt, dann will ich, dass es wenigstens noch alle anderen Alternativen gibt. Sprich, dass Leute auch einfach über Werbeschaltungen Geld verdienen können, wenn sie unbedingt Geld mit ihrem Kanal verdienen wollen. Es gibt viele Leute, die haben es auch verdient, dass sie Geld damit verdienen. Das ist in Ordnung. Deshalb sagt man ja auch verdienen und nicht bekommen. Ne? Ja, wird jeder bekommen, was er verdient, dann wäre ich Millionär. Ja, völlig anderes Thema. 3, 4, ne, 4 hier, dann wäre 5 da und das ist alles doof. Gut, wunderbar. Gott, ich bin schon wieder völlig aus dem Konzept. Ich bringe mich selbst völlig aus dem Konzept. Ja, jedenfalls. Ja, genau, jetzt habe ich nicht mehr hier, wo ich nicht arbeiten kann. Ist ja toll. Es sollte einfach dabei bleiben, dass die Leute eben auch mit Werbeschaltungen Geld verdienen können mit ihren Kanälen, wenn sie das machen wollen. Ich bin zwar kein Freund von der Werbung, aber sie ist mir auf jeden Fall angenehmer wie die Alternativen. Und ansonsten sollte es natürlich weiterhin auf YouTube dann die Möglichkeit geben, dass man einfach einen Kanal betreibt, nur um zu betreiben oder so. Ohne dass dabei irgendwie Werbung zwangsvorgeschaltet wird und ohne dass man damit irgendwie zwingend in erster Linie Profit im Sinn hat oder sonst was. Und ja. Wenn dann Bezahlkanäle da sind und das sonst keinen Einfluss hat, gut, dann kann ich die auch super ignorieren. Ja, also wenn die da sind, aber mich nicht weiter interessieren müssen, dann ignoriere ich die. Habe ich gar kein Problem mit. So, jetzt ist die Frage, wie kriege ich das Ding wieder da hoch? Erstmal, indem ich es kaputt haue, glaube ich. Stirb. Oh. Schön, ne? Mir wurde gesagt letztens, als ich an meiner Strecke rumgebastelt habe, ja, du hättest ja jetzt wenigstens mal eine Probefahrt auf deiner neuen Strecke machen können. Bla, bla, bla. Ne? Ja, das sei dann hier getan. Aber ich glaube, ich kann noch ein bisschen weiter basteln. Jetzt, wo ich ja hier so gerade so viele Steine wieder habe, kann ich hier noch ein bisschen weiter bauen. Baue ich mir dann hier direkt vorm Dorf einen Bahnhof oder so? Das wäre doch cool, oder? So ein Bahnhof mitten in der Pampa. Ja, das ist Stuttgart 21 oder wie heißt das, ne? dieser Bahnhof, der seit Ewigkeiten Diskussion ist, ob man jetzt gebaut bauen will oder nicht. Eigentlich will keiner Stuttgart 21, oder? Ich weiß es nicht. Alle beschweren sich nur. Ist auch völlig egal, hat nichts mit Minecraft zu tun, überhaupt nicht sowieso. Gut, ich habe jetzt sehr konfus geredet, mal wieder, wie immer, wie so oft, aber vielleicht habe ich es ja geschafft, wenigstens einigermaßen klar zu machen, was ich damit überhaupt sagen wollte. Nochmal, um es nochmal zu versuchen, das Ganze zusammenzufassen. Wenn Bezahlkanäle kommen, dann hoffentlich in der Form, in der man sie ignorieren kann. Und das ist eigentlich schon das Wichtigste. Und warum kann ich jetzt hier keine Schienen setzen? Willst du mich verarschen? Ach, das ist eine Leiter, verdammt. Ich habe keine Schienen, ich habe Leitern. Oh Mist. Okay, hab's begriffen. Also hier ein Bahnhof und dann. Oh, das wäre doch super. Oh, und jetzt weiß ich, wo ich Glas herkriege, ne? Oder. Naja, erstmal Sand und dann Glas draus machen und so, ne? Ist schon cool. Meine Eisenbahnstrecke ist schon ein Stückchen gewachsen. Gehen wir mal ins Dorf und gucken mal, wie es hier so aussieht, ob sich irgendwas getan hat. Ich glaub's ja nicht, aber. Ja, sieht doch alles ganz friedlich aus hier. Na, ihr Dorftrottel. Ihr seid voll hässlich, wisst ihr das? Ja, da guckst du, ne? Wir könnten übrigens mit dem handeln. Der hat zum Beispiel gebratenen Fisch. Nee, der will gebratenen Fisch und gibt dafür Smaragde oder umgekehrt? Ich verstehe es nicht. Ist ja auch völlig egal. Vielleicht können wir uns damit irgendwann mal beschäftigen. Aha. Du hast Weizen, willst Smaragde oder umgekehrt oder wie oder was oder wer? Man weiß es nicht. Ich denke, die wollen alle Smaragde im Moment. Aber prinzipiell tauschen die auch gegen anderen Krempel normalerweise. Warum rennt ihr jetzt alle hier rein? Habt ihr Angst vor irgendwas? Habt ihr Angst vor mir? Ich mache euch doch nichts. Oh, Kekse!
Okay, der würde jetzt Smaragde gegen Kekse tauschen, sehe ich das richtig? Und der gegen Äpfel. Faszinierend. Also das mit den Keksen ist ein Problem, weil mir dafür die Zutaten fehlen. Aber mit den Äpfeln, das wäre zum Beispiel kein Problem, weil Äpfel wachsen ja wunderbar nach. Die Öfen waren, glaube ich, leer, da war ich schon beim letzten Mal und habe geguckt. Naja, egal. Schön, waren wir mal wieder hier in der Stadt. Und da können wir jetzt jederzeit wieder hin, wenn wir das wollen, zum Handeln und zu sonst was, was wir gerade Lust haben. Denn wir haben ja jetzt unsere wunderbare Eisenbahnstrecke hierher. Das sieht nicht nur schön aus, sondern ist auch praktisch. Und ole ole, super Kind. Ole ole, super Kind. Schön. Gut, jetzt gäbe es noch jede Menge andere Sachen, über die man reden könnte, wenn man wollte und Zeit hätte und überhaupt und sowieso. Da waren noch einige schöne Themenvorschläge, aber zu denen komme ich dann, wenn ich das nächste Mal spiele oder so, wenn ich Zeit habe. Weil für heute habe ich echt genug. Gott, ist das ein weiter Weg. Jetzt weiß ich, warum ich hier so viele Steine verbraucht habe. Für heute habe ich echt genug. Es war genug Minecraft. Ich habe hier schön meine Strecke gebaut. Zumindest soweit es jetzt gerade ging. Ich habe wunderbar unten ein bisschen Keller gebaut, was ja schon ewig anstand. Und jetzt ist die Frage, wofür ich den nutze. Das könnt ihr mir mal schreiben, genau. Sagt mir mal, wofür ich den Keller nutze. Nehme ich den als Lager, obwohl ich eigentlich gar nichts habe, was es sich lohnen würde zu lagern, weil ich habe ja nichts hier voll. Keine von den Truhen ist voll. Also, keine Ahnung. Sagt mir, wofür ich den Keller brauche. Sagt mir, was ich damit anfangen soll. Und ansonsten soll es das dann für heute aber gewesen sein. Ich habe die Schnauze voll oder so. Und ja, arm. Also, ich war euer Nixon. Das war Minecraft und ich sag euch, ciao Leute, macht's gut und bis zum nächsten Mal.